Wie weit im Detail magst du es haben? Wie weit soll die Frustration gehen? Ja, also wir sind hier auf Sonnenweide im Mittelburgenland und das ist ganz im Osten von Österreich in einer wunderschönen Landschaft, hügelig, waldig, Wiese und haben da einen 3,5 Hektar großen Lebenshof eigentlich. Seit 10 Jahren, der sich irgendwo einmal ergeben hat, mit ca. 120 Tieren, zwischen 120 und 150, die Schwankungsbreite ist das Geflügel, was wir nicht ganz genau wissen. Und seit letztem Jahr haben wir begonnen mit Gemüse im Market Gardening System. Also begonnen letztes Jahr insofern, als dass wir die Beete vorbereitet haben. Im August, oder? Ja, also es ist unsere erste Saison, kann man genau so sagen. Also wo wir tatsächlich Gemüse ernten können. Ja. Wir kommen eigentlich aus komplett anderen Ecken. Also wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Also ich komme eigentlich ganz ursprünglich Tourismus, habe dann kurz studiert, hatte ein Personalberatungsunternehmen in Wien mit 8 Mitarbeitern. Dann ein Tiersitting-Unternehmen, dann habe ich mir mein Pferd gekauft mit 35 und dann hat sich das Leben verändert, also mein erstes Pferd. Dann habe ich einen Hof gesucht, oder wir beide schon haben einen Hof gesucht und nach 5 Jahren sehr intensiver Suche, da war von Gemüse überhaupt noch keine Rede, haben wir dann dieses wirklich Goldstück da gefunden. Und Paradies. Das Paradies, also das Warten hat sich absolut gelohnt. Ja, und sind eingezogen mit 2 Pferden, 2 Hunden, 2 Katzen und ja, mittlerweile, wie gesagt, 120 bis 150 Tiere. Wir haben Pferde, Esel, Ponys, Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Gänse, Pfauen, Tauben, Nandus, Esel. Hühner, Esel, habe ich gesagt, Esel, Schweine. Ganz Schweine. Also alles, was auf einen globalisierten Bauernhof gehört. Also eigentlich sind wir so eine Art Gnadenhof oder Lebenshof. 2/3 unserer Tiere sind gerettet. Oder sie werden zu uns gebracht aus irgendwelchen Gründen, weil sie die Lebensumstände der Besitzer verändert haben. 1/3 haben wir, weil wir Freaks sind, also wie zum Beispiel die Nandus oder ja. Nandus braucht man halt einfach. Ja, genau. Ein Leben ohne Nandu ist denkbar, aber nicht lebenswert. Ja. Wie kam es zum Gemüse? Nein, Elisabeth. Du musst dich noch kurz vorstellen, so, Andreas. Ja, ich bin ja auch noch dabei, stimmt, richtig. Wobei, du bist die Betriebsführerin. Ja, stimmt, was offiziell. Was wiegt das Herz? Das ist richtig, ja. Knecht. Ja, ich bin dazugestoßen. Insofern, als die Elisabeth vor ein bisschen mehr als einem Jahr auf einem Market Garden Hof in Oberösterreich war und mir dann beim Zurückfahren eine SMS geschickt hat mit der Frage... Natürlich nicht beim Fahren, also ich natürlich bin stehen geblieben. Nicht. Ja, liebe Kinder, nein, beim Fahren schreiben wir keine SMS. Na, sie haben mir dann die SMS geschickt, was heißt davon, mal Gemüse bauen werden. Ich habe die gekriegt und habe gedacht, die Frau hat einen Vogel. Ja, und dann kam sie aber nach Hause und hat es ernst gemeint und hat gesagt, na, das könnte echt eine Alternative sein, damit wir uns, weil die Tiere sind finanziert über Patenschaftsbeiträge, also wir haben Tierpatinnen und Tierpaten, damit haben wir die Tiere finanziert und die Frage war eben, wie können wir unser Leben finanzieren? Und dann kam die Elisabeth mit Gemüsebau an. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Wir haben uns schon ein Jahr zuvor einmal die Frage gestellt, wie kann man von einem Bund Radieschen, der 1,50 kostet, sein Leben bestreiten. Da haben wir beim Bieler nachgeschaut, das war unter 1 Euro, ja, ja, das kann ich mich noch erinnern, das war ganz furchtbar. Also, und das war meine Denke, wo ich mir gedacht habe, das ist ja völlig utopisch. Und dann hat sie gemeint, na, fahr mal zu den Leiterlandburm, zu Leiterland Gemüse. Und schau dir das einfach einmal an, was die dort tun. Und dann ist es ja so, dass die 3 Buben sehr offen sind mit Informationen. Die haben gesagt, ja, kommst du einfach vorbei. Und dann sind wir da gesessen mit einem Bier oder am Kaffee natürlich. Ganz klar, da ist war sicher ein Kaffee. Und haben uns einfach einmal darüber unterhalten, was das so bedeutet, Market Garden zu betreiben. Ich habe ihnen ein bisschen geholfen, habe ein bisschen umgegraben in der Erde, habe dann einen Tag mitgearbeitet. Und habe es einfach sensationell gefunden. Es war unglaublich befriedigend, unglaublich spannender Tag. Dazu zu sehen, wie sowas abgeht. Und dann habe ich da den Klausi besucht in Trumau, die Klauserei. Und das, also ich habe sowohl bei Leiterland Gemüse als auch den Klausi und viele andere, die kennengelernt, selten so tiefenentspannte und zufriedene Menschen kennengelernt, wenngleich die Arbeit, gerade jetzt in der Saison, ich war jeweils in der Saison dort, sensationell schön ist, immer. Aber die waren trotzdem entspannt. Und das hat man sehr imponiert. Ich habe mir gedacht, das möchte ich auch. Ja, und dann haben wir gesagt, hurra die Gams, wir gehen das an. Im August.
letzten Jahres sozusagen. Was schreiben wir jetzt? Juli, oder? Na, Juni. Juni. Ende Juni. Ihr hattet nicht mal Hausgarten. Na, also ja. Nichts Ernstzunehmendes. Na. Also man sieht es nicht genau, hinter dir steht der Gemüsetunnel. Der war aber ursprünglich gar nicht gedacht, um drin Gemüse zu ziehen. Sondern wir wollten Seminare drin machen. Genau. Also wir sind hier im Grünland und im Grünland darf man nichts bauen. Und deswegen war meine Idee, ja, stellen wir doch irgendein Gestell auf und spannen so eine Gemüsefolie drüber. Und dann hat die Elisabeth gesagt, na, warum stellen wir dann nicht gleich so einen Gemüsetunnel auf? Weil das darf man auch im Grünland. Und ich habe gesagt, geniale Idee, das machen wir. Also wir machen dann einfach so Hälfte, machen wir Seminarbereich, wo die Leute sich unterstellen können, wenn es regnet. Und die andere Hälfte bauen wir halt irgendwas an. Und so war es dann auch. Also da war wirklich Kreuz und wir haben Kürbis drinnen angebaut, der hat dann die andere Hälfte übernommen. So war es, ja. Ja, aber wir haben uns nicht komplett blöd angestellt. Also richtig. Ja, und eigentlich, das muss man, also ja, es ist halt, das Wichtigste ist, dass die Tiere versorgt waren. Das haben wir gewusst, die Tiere sind finanziert. Das ist wahrscheinlich so, wenn man Kinder hat, man hat so eine Basis. Und wir zwar, wir brauchen nicht viel, wir kommen von unserem Hof mit den Tieren sowieso nicht weg. Also von dem her, uns finanzierst leicht und das war dann halt einfach auch möglich. Und wir haben, muss man auch dazu sagen, wir haben Reserven. Also der Andi war Trainer, Verkaufstrainer, also zu deinem Lebenslauf. Habe ich noch nicht gesagt, stimmt, nein. Da war was. Genau. 20 Jahre lang Verkaufstrainer. Verkaufstrainer, Keynote-Speaker und so weiter. Von dem her haben wir schon Reserven mal gehabt und das hilft natürlich enorm. Ja, vor allem die Anfangsinvestitionen, die ja dann doch erheblich sind. Ja. Also es war gar nichts da, also eben keine Tunnel, keine Bewässerung, kein überhaupt nichts. Genau, die Ziegen waren da, also die haben wir dann umgesiedelt. Mhm. Also es ist dann echt ziemlich ratzfatz gegangen. Wir haben die Ziegen übersiedelt, wir haben die Schafe übersiedelt und gesagt, okay, da eigentlich wollten wir erst, haben gesagt, naja, die eine Hälfte, haben gesagt, okay, jetzt machen wir gleich beides, ist eh schon wurscht. Und dann wollten wir eigentlich den hinteren Teil nicht und dann haben wir gesagt, tun wir Kartoffeln rein, ist eh egal, dann ist der Boden gelockert und ja, jetzt haben wir eh die ganze Fläche. Aber diese Geschichte muss on air, dem Urs habe ich es eh vorher schon off record erzählt. Wir haben eine Bio-Gemüseberaterin hier gehabt, können wir den Namen da sagen, sagen wir das? Ja, das war die Hanna. Und die war da, also im Zuge der Bio Austria gibt es Beratung. Und die war hier, hat uns besucht, da war nur Wiese, da haben wir mit Beetvorbereitungen begonnen. Sie hat gesagt, na, dann machen wir doch mal einen Spatentest. Und ich bin dann mit dem Spaten gekommen und bin mit meinen 80 Kilo auf dem Spaten herumgehüpft. Und er hat sich nicht einmal einen halben Zentimeter in die Erde bewegt. Und die Hanna ist dann da gestanden und hat gesagt, naja, wenn ich ein Gemüse wäre, ich würde mich nicht so wohl fühlen. Tja, das war Motivation für uns. Auf der Wiese waren vorher die Pferde und die Eseln. Und also es war verdichtet. Und ich glaube, es war auch ein Turnierplatz mit dem anderen zusammen. Also ja, ja. Nachdem es ja in unseren kleinen Tunnelchen schon ganz gut geklappt hat, haben wir schon gewusst, ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ja. Dann haben wir begonnen zunächst mit dem Versuch zu fräsen, mit einer ausgeborgten Fräse. Was wir gleich gemacht haben, ist auch Bio Austria kontaktiert. Da muss man schon sagen, da haben wir auch noch einige gute Tipps gekriegt, also Gesteinsmehl aufbringen und so weiter, die jetzt dann nicht so viel, also die eigentlich fast gar nichts kosten, weil wir haben da hinter uns den Pauliberg, die höchste Erhebung, nein, nicht ganz, aber es ist eine Erhebung. Eine hohe Erhebung. Die Tiroler würden es nicht als Berg bezeichnen, aber es ist der Pauliberg. Da wird Gestein abgebaut und da haben wir uns das geholt. Dann haben wir abgedeckt mit Folie. Haben es runter, haben eine Gründüngung drauf. Also wir haben uns einfach Bücher reinzogen, Videos, deine Videos angeschaut, wie machen die das am Anfang. Dann haben wir diskutiert, wie könnte man Karton war im Gespräch. Karton Folie. Und Kompost drauf, bis wir gesehen haben, was Karton kostet, wenn man ihn kauft und nicht einzeln zusammenklappt. Bei 1800 Quadratmeter Karton aus dem Radgeschäft holen wäre dann nicht gegangen. Ja, das war dann stand nicht zur Debatte und haben wir etliches in Betracht gezogen. Genau, dann war ein Bauer da, gesagt, Umkraum, das war auch, also wo wir dann gesagt haben, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht am Anfang einmal, der hat dann eine Darmkultur und also da waren wir ziemlich überfordert. Also das war wirklich am Anfang too much information und dann haben wir uns gebrauchte Silofolien von Kurbauern geholt. Franz Kratschl, Werbung machen gleich. Genau. Danke Franz. Der hat uns die gebrauchte Folie zur Verfügung gestellt, genau, und die haben wir aufgekriegt. Na, die ganzen Bauern von der Umgebung abgefahren und haben uns die Silofolien geholt. Das war jetzt nicht die schönste Arbeit, muss ich sagen. Wir stinken heute noch davon. Es stinkt wie Fisch, verdorbener. Ja, vor allem, wenn man es dann wieder runtergibt.
Aber es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert, genau. Weil keine knapp 2 Monate später war der gleiche Boden, wo die Hanna gesagt hat, ich möchte hier kein Gemüse sein, so dass man schon mit den Fingern reingraben hat können. Yep. Also es hat gut funktioniert. Ja. Würde man genauso wieder machen. Ja. Kann man so sagen. Ja, was wir nicht machen würden, wir haben es eben nach 2 Monaten runtergenommen. Jo. Und haben gesagt, das Plastik ist so hässlich. Nein, wir wollten eine Gründüngung genau. drauf, weil jeder Gründüngung macht und wir machen auch Gründüngung. Haben gesagt, was geht im Oktober noch? Und dann haben wir wieder einen Bauern gefragt, der hat gesagt, Roggen, her damit. Wir hassen ihn, den Roggen. Ich bin krank geworden und die Elisabeth hat bis um 22 Uhr abends Roggen gesät. Und dann haben wir gedacht, das ist so wenig, weil er hat mir das ausgerechnet, wie er das mit der Sämaschine macht. Und hat gesagt, na, das und das brauchst, nimm das Doppelte, 20 Kilo reicht. Nein, es reicht nicht, und haben wir nochmal nachgekauft. Ja. Das heißt, wir hätten heuer eine schöne Roggenernte gehabt. Wir haben eine Kundin da gehabt, beim Apo verkauft, die hat sich die Felder angeschaut und die ist dann durchgegangen und hat gesagt, ich habe auch ein Getreidefeld gesehen. Die Erkündigung hat funktioniert. Ja, der war nicht zuzukriegen. Also wir zehren jetzt noch am Roggen. Wir ernten jetzt noch Roggen. Mhm. Ja. Ja, also wir hätten die Folie länger draufgelassen. Einfach über den Winter. Einfach über den Winter, weil es jetzt vom Unkrautdruck her besser gewesen wäre. Wahrscheinlich. Ja, aber anyway, also es ist jetzt so, wie es ist. Und bis jetzt hat alles super funktioniert, gemüsekulturtechnisch. Mhm. Wir haben uns auch entschlossen, dass wir die Jungpflanzen selber machen. Das war eigentlich für uns von Anfang an klar, weil wir sie ja nicht nur machen, um Geld zu verdienen, sondern weil uns der ganze Prozess einfach taugt hat und weil das einfach ein unglaubliches Gefühl ist, wenn eigentlich jedes Pflanzerl mindestens 2 Mal in deiner Hand war. Also das finde ich schon sehr cool, so vom Samen bis dann was ernten kannst, das hat was. Ja. Ja. Und deswegen ist das für uns eigentlich gar nicht zur Debatte gestanden, dazu zu kaufen. Und das hat auch funktioniert. Andi hat einen Anzuchtraum gebastelt. Anzuchtkeimraum, genau. Keimraum. Mit beheizbaren Regalen. Ja, wir sind mittlerweile recht geschickt im Basteln. Also vor allem der Andi. Tischler, Elektriker. Ja. Wir sind alles Zimmerer. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass es eben nicht nur Gärtnern ist, sondern. Nee. Ziemliche Allrounder sein muss, um es zu tun. Aber ja, es wäre schon ein erheblicher Kostenpunkt, wenn man für all diese handwerklichen Tätigkeiten immer einen Professionisten holen müsste oder zumindest halt jemand, der es sonst irgendwie macht. Also es hat schon ganz gut, wenn man es selber machen kann. Also die Folientunnel selber mit den Wir haben die Folientunnel zu zweit aufgestellt in einem Tag. Nach dem ersten sind wir gesessen beim Mittagessen und ich kann nicht mehr. Dann haben wir eine halbe Stunde geschlafen und gesagt, so, jetzt gehen wir einen zweiten an. Es war gerade windstill. Und das haben wir halt ausgenutzt. Und ja. Funktioniert alles. Wir sind dann auch sehr, also ich nenne es beim Andy-Randy-Andy-Modus. Also das ist dann so und jetzt. Es muss. Und wenn einmal die Hälfte drauf ist, kannst du nicht sagen, jetzt höre ich auf, dann musst du weitermachen. Ja. Neben den ganzen baulichen und gärtnerischen Geschichten ist natürlich auch das. Kaufen wichtig, weil wir in einem Direktvermarktungssystem sind. Für was habt ihr euch da entschieden? Also für was haben wir uns entschieden? Ein Potpourri aus Möglichkeiten. Ein Potpourri, eine Mehrstufenstrategie. 5 Säulen machen das System aus. Hyper-Channel Strategy. Wir werden das patentieren lassen. Also wir haben einfach gesagt, wir machen alles. Wir probieren einfach einmal, was uns taugt. Gewünscht haben wir uns heimlich ein bisschen Gastro, haben aber eigentlich, ich glaube, Gastro wird nicht so funktionieren im Mittelburgenland. Haben uns schwer getäuscht. Also wir haben jetzt 5 Gastrobetriebe, die regelmäßig bestellen. Dann haben wir den klassischen Abrufverkauf, Direktverkauf und wir haben Gemüseabos, also Saisonabos, Gemüsekisteln, mit 3 Abholorten. Das ist hier bei uns am Hof, dann in 2 größeren Städten in der Umgebung, Ortschaften. Städten, ja, Städten. Oberpullendorf und Deutschkreuz. Ja, das hat eigentlich alles bis jetzt sehr gut funktioniert. Mhm. Was noch anlaufen muss, was Verbesserungspotenzial hat, ist der Abhofverkauf. Aber da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, weil wir sind im zweiten Monat. Also von dem her möchte ich da jetzt wissen. Kann nicht. Man noch kein Resümee ziehen in Wirklichkeit. Jungpflanzenverkauf haben wir gemacht. Da habe ich mir am Anfang gesträubt, weil ich mir gedacht habe, das auch noch.
Und der Andi hat aber darauf bestanden, worüber ich jetzt sehr, sehr froh bin, weil das war super, kann man jedem nur empfehlen, der neu beginnt und selber die Jungpflanzen macht, tut sich das an. Weil das war einfach, das ist der Motivationsschub, den man am Anfang braucht. Also bei uns sind die Leute Schlange gestanden. Also wir hätten von bestimmten Dingen noch mehr haben können. Also es war wirklich, wirklich sensationell. Stimmt, ja. Und das war dann auch, also der Start haben wir gemacht, 1. 2. Mai. Also wir kommen beide ursprünglich vom Gastgewerbe. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit Sonntagsarbeiten. Wir haben Jungpflanzenverkauf Samstag, Sonntag gemacht. Wissen wir, die Leute haben Zeit. Und das hat sicher dazu beigetragen. Und viele Leute kennen uns einfach so vom Hof Sonnenweide schon. Und wir haben eine relativ große Community. Die wollten einfach auch schauen kommen. Also sicher die Neugier, aber es hat sich finanziell auch total ausgezahlt. Und dann auch die ersten die Wochen, also wo wir quasi noch nicht viel Gemüse gehabt haben, gerade die Radieschen und Spinat, haben wir immer wieder noch die Jungpflanzen dazu verkauft. Ja. Du sagst, ihr wart schon oder ihr seid schon bekannt über das Tierprojekt? Mhm, genau. Also ich bin eher so mein Part extrem affin mit sozialen Medien. Ich mache das gern immer schon für alles, was ich früher gemacht habe. Das heißt, ich habe schon seit 10 Jahren eine Facebook-Seite, seit wir da sind, und habe eigentlich unser ganzes Leben dokumentiert da drauf. Der Andi ist da jetzt dann mit eingestiegen, mit großer Freude. Wir machen die Hofsonnenweide Good News, da haben wir begonnen in der Corona-Zeit zusammen, einfach so Alltagsgeschichten von unseren Tieren und während permanent von Leuten darauf angesprochen, also wo man nicht damit rechnet, du gehst beim Arzt irgendwo rein und die Leute sagen, ha, das seid ihr hier, ihr hättet ja Kängurus kriegen sollen oder keine Ahnung, ihr habt das gesehen, wie sie in Folientunnel aufgezogen habt und solche Sachen. Also wir versuchen das halt alles mit Humor und authentisch, also das sind jetzt keine geschönten Videos, das sind One-Shot-Dinger und ja, es ist nichts Geschnittenes oder Gestelltes, sondern wir schalten die Kamera rein, nehmen das auf und... Und von daher ist das einfach die Aufbauarbeit von 10 Jahren, die da dahinter steckt und die natürlich hilft. Ja, das ist unser Feind. Der Hansi der Pfau. Der hat uns etliche Brokkoli-Jungpflanzen schon vernichtet. Den frisst er am liebsten. Aber zielgerichtet, schaut eh alles gleich aus als Jungpflanze. Also, Entschuldigung, alle Pflanzenfreaks, natürlich schaut es nicht gleich aus, aber... Er kennt einen Brokkoli raus. Also ihr habt beide eine sehr hohe Affinität für Social Media, seid beide eher, ich sag mal, extrovertiert. Ja. Das hilft natürlich. Was würdet ihr denn jetzt vielleicht trotzdem so ein paar Tipps für Menschen, die das noch nicht so gewöhnt sind oder da noch nicht so geübt drin sind? Der wichtigste Tipp ist, sich selbst ins Bild nehmen, also nicht nur die Gemüsepflanze, sondern dein Grinsen dazu. Das ist total wichtig und nur posten, wenn man wirklich selber Freude dran hat. Ja. Es ist so absurd, es klingt, Energie überträgt sich ja über solche Medien. Wenn ich selber Freude dran habe, wie ich mir Tomaten anschaue, dann merkt man das und man kriegt da die Resonanz. Das ist die wichtigste Erfahrung, also schon hier und da auch sachliche Informationen, aber das Wichtigste ist zu sehen, dass man Spaß an dem hat, was man tut. Ja, beziehungsweise Tipp 2, sie verabschieden von Perfektion. Die Leute brauchen keine Perfektion, die wollen einen Menschen sehen mit all seinen Stärken und Schwächen. Und die wollen von Menschen kaufen. Also gerade Market Gardening ist ein Konzept, das lebt von der Vielfalt. Ich halte überhaupt nichts davon, das alles über einen Kamm zu scheren, sondern die Leute kaufen, weil sie einem als Person vertrauen und weil sie das toll finden, was man tut, wie man sich engagiert und die Einstellung und die Werte, die man hat. Und genau die kommuniziert man und transportiert man in diesen Videos. Also weg von der Perfektion, weg davon, irgendwelche gestellten Scripts runter zu labern, sondern einfach das. Oder sie an Regeln zu halten, ich muss jetzt jeden Montag irgendwas raushauen. Ja, und unbedingt um 6 Uhr und nicht um 3 Uhr, so ein Quatsch. Dann, wenn es passt, wenn man das Gefühl hat, so jetzt habe ich Lust drauf und es macht mir gerade Spaß, dann tue ich. Dann mache ich ein Foto und ab geht's. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, diesen Spaß zu transportieren. Immer auf Kommentare antworten, das sind aber die klassischen Sachen, das ist wichtig. Einfach, weil es wertschätzend ist. Also wenn jemand das kommentiert, dann finde ich das schön, weil der hat das gesehen und nimmt sich die Zeit, da einen Kommentar drunter zu schreiben. Und da schreibe ich zurück oder bedanke mich dafür.
immer. Das ist uns total wichtig, aber das finde ich einfach so menschlich. Das ist wie in der normalen Kommunikation, so verhalte ich mich auf sozialen Medien. Habt ihr noch irgendwelche andere Werbung gemacht oder Kundensuche? Also naja, wir aufgrund des Lebenshofs bzw. des Konzepts Hof Sonnenweide haben wir sehr gute Kontakte da in der Regionalpresse, die diese Geschichten halt einfach brauchen oder suchen, weil sie müssen eh genug schwierige Dinge schreiben. Ich drücke es jetzt ganz bewusst einmal so aus. Politik und Wirtschaft und Ähnliches, wo die weniger Lust dazu haben. Und die sind dankbar, wenn es Good News gibt mal. Ja. Und deswegen haben wir zu denen ganz gute Kontakte und das hat wirklich toll funktioniert. Also da wollen wir uns bei der Presse in dem Fall immer wieder bedanken, weil die uns da schon sehr unterstützt haben. Also wenn man das in Inseratenkosten aufwiegen würde, was wir an Seitenvolumina gekriegt haben, das wäre unbezahlbar. Also das könnte man sich die nächsten 10 Jahre nicht leisten. Das ist wirklich ein Werbevolumen, das unbezahlbar wäre. Und das haben wir an Berichten gekriegt, weil die das einfach unterstützenswert gefunden haben, was wir da so machen. Und das kann man jedem Angehenden oder schon praktizierenden Marktgärtner nur empfehlen, gute Kontakte mit der Presse zu pflegen. Ja, also ganz einfach Pressemeldungen schreiben. Ja. Also den Artikel so schreiben, wie man selber gerne hätte, dass es geschrieben wird. Schöne Fotos dazu, also wirklich fast fertig zu machen und dann an die Presse zu schicken und möglichst schauen, nicht, keine Ahnung, ORF, office@orf, sondern versuchen, die Ansprechperson herauszubekommen. Mhm. Aber das Wichtigste sind eigentlich die lokalen Medien, die Bezirksblätter in Österreich, BVZ ist es im Burgenland, also die lokalen, weil das sind ja die Kunden, die dann kaufen kommen. Und Höflichkeit und Freundlichkeit in dem Fall wieder wichtig, wenn dann jemand einen Artikel schreibt. Es klingt so profan, aber es tun so wenig Leute, sich dann auch zu bedanken. Und ja, die Hühnergang. Chicken Tractor. Das ist so der Nachteil. Wir versuchen es unseren Tieren so schön wie möglich zu machen, so viel Freiheit wie möglich zu geben. Funktioniert bedingt. Also wir hätten zwar zum Gemüsebereich einen Zaun gemacht, dass die Händler nicht reinkommen. Ja, keine Ahnung, wo sie reinkommen. Sie finden einen Weg. Aber der Schaden, ja, eben nur die vier. Deswegen, also wir hätten ja noch viele andere, die haben es Gott sei Dank noch nicht gecheckt, wo der Geheimgang ist. Und der Schaden durch die und auch durch den Hansi, also jeder hat Brokkoli zusammengefressen und zupft da so immer wieder ein paar Jungpflanzen. Aber der Schaden hält sie wirklich weitgehend in Grenzen, muss man sagen. Und deswegen ist es okay, weil wir haben, vielleicht liegt es an ihnen, wahrscheinlich sogar, wir haben kein Schneckenthema. Weil die das laufend irgendwie scheinbar wegzupfen. Und die fressen kaum bis gar kein Gemüse. Also in den Beeten drinnen sieht man die Seiten, dass die irgendwo an einem Salat zupfen. Nein, das sind sie eher auf Regenwurm und Insektensuche. Genau. Spannender. Ja, und sie lehren einem Gelassenheit. Ist doch schön, oder? Du musst noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich muss ein bisschen an mir arbeiten. Aber das ist ein Lebensziel von mir, ja. Gelassenheit. Gegenüber dem, wie heißt das Sauviech? Kohltriebrüssler. Mein persönlicher Feind.